Herzlichen Dank und guten Morgen. Ich freue mich sehr, in Österreich zu sein. Ich verzichte jetzt darauf, alle Personengruppen einzeln noch einmal zu begrüßen, sonst ist meine Dreiviertelstunde schon um. Ich freue mich aber jedes Mal außerordentlich, nach Österreich zu kommen, weil ich das Gefühl habe, und das hat man auch jetzt wieder gehört, da passiert extrem viel. All diese Initiativen, was da alles gemacht wird, wir von der Schweiz schauen zum Teil neidisch nach Österreich, wie weit sie schon sind, auch mit der aktuellsten Initiative Bildung 4.0. Bei uns ist das Ganze sehr föderalistisch, 26 Kantone, wir wissen, die Schweiz ist klein, aber dann gibt es noch die kleinen Kantone und die entscheiden alle alles für sich alleine. Und von daher komme ich immer gerne nach Österreich, um auch zu lernen und auszutauschen voneinander, miteinander. Und ich muss mich aber jedes Mal auch wieder an Österreich gewöhnen, weil Sie haben eine sehr pragmatische Art, an die Dinge heranzugehen. Teilweise nennen Sie es Schulinformatik oder Sie haben sonst übergeordnete Bezeichnungen. Und wir in der Schweiz sind nicht nur klein, sondern auch etwas kleinkariert. Und wir möchten dann immer gerne wissen, ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt Lernen mit Medien, Lernen über Medien oder wie geht das genau? Und das ist ja auch mein Auftrag von heute Morgen, dass ich etwas sozusagen Struktur hineinbringe und etwas das Feld kartiere. Und darum habe ich den Vortrag auch von diesem sperrigen langen Titel gekürzt auf mit, über und trotz Medien und möchte das sozusagen als Grundstruktur des Vortrags nehmen. Ich habe mich auch sehr gewundert oder ich war überrascht, als ich gelesen habe, MINT-Förderung oder eine MINT-Umgebung, aber mit DT. Aha, da ist Deutsch noch drin. Das fand ich spannend, weil immer diese interdisziplinären Aspekte, die bringen ja die Möglichkeit, dass man neu denkt und über alte Strukturen aufbricht und etwas Neues macht. Und Deutsch, das habe ich in der Schweiz noch nie gehört, dass das sozusagen im MINT-Kontext drin kommt. Und dann habe ich als Informatiker überlegt, vielleicht müsste man das zur Methode machen und müsste neue Fächer zusammenwürfeln und habe darum rasch als Informatiker einen Fachkombimat generiert. Das heißt, da können Sie jetzt beliebig, falls Sie irgendwelche interdisziplinären Projekte machen wollen, können Sie da ziehen und dann generiert er Ihnen ein neues Fach. Und von daher, wenn die Ministerialebene das Bedürfnis hätte, neue Förderprogramme zu generieren, überlegen Sie sich doch mal, was Geschichte mit Physik und Geografie und Technik, ja klar, also das ist logisch, Industrie, das ergibt sich, Informatik eignet sich als Akronym nicht besonders gut, versuchen wir es nochmals, Chemie, Geschichte, da fehlt ein Vokal, vielleicht können wir die Mathematik austauschen, nee, Wirtschaft wäre nicht besser, also Sie sehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ich habe dann festgestellt, naja, typisch, mit 4 funktioniert das nicht, das müsste man ja erweitern, weil sonst geht MINT gar nicht und darum, wir können es auch mit 5, also wir können auch Buchstaben mit 5 machen. Das ist schön, Spiff, gut, da gibt es sicher spannende Projekte. Als ich das Programm gelesen habe, dann habe ich auch gemerkt, aha, da sind wieder einige Fragen, das überfordert mich total, gleichzeitig zu sagen, was sind Innovationen in der Schule, wie kann digitale Bildung als Innovationsimpuls dienen und wie begeistert man Schülerinnen und Schüler für MINT-Fächer und dann noch mit DT. Also recht viel für 45 Minuten. Wenn wir all diese Klasse anschauen, dann sind Sie sich vom Ministerium ganz garantiert gewohnt, viele solche Texte zu lesen und auch Sie als Pädagoginnen und Pädagogen werden geflutet mit solchen Texten. Und ich möchte deshalb als kurze Aktivierung Sie fragen, diejenigen, die, ich gebe es zu, ich habe diese Folie schon in Krems gezeigt vor 2 Jahren, diejenigen, die diese Folie nicht kennen, eine typische ministeriale Erlass oder sowas zum Thema digitale Medien. Aus welchem Jahr könnte das stammen? Also so die Erkenntnis, es geht nicht mehr um digitale Medien, ja oder nein, sondern es geht jetzt endlich um die Frage, wie setzen wir diese digitalen Medien um? 1990 wird geboten. Gut, gibt es andere Gebote? Ich hätte jetzt mal gesagt, wer hat das Gefühl, in den letzten 5 Jahren entstanden? Niemand. In den letzten 10 Jahren? Jemand? 2? Noch in diesem Jahrtausend entstanden? Das wären dann 17 Jahre.
ganz zaghaft, also gut, Sie sehen es alle, das ist extrem alt, kommt von 1986. Das war in der Schweiz in etwa das erste Buch zu diesem Thema, der Computer vor der Schultür. In der Schweiz hat man das Gefühl, teilweise steht er auch heute noch dort. Und da schon eigentlich die Frage, die uns heute immer noch beschäftigt, es geht nicht um die Frage ja oder nein digitale Medien, sondern um die Frage, wie setzen wir digitale Medien ein. Gut, da Sie dieses Spiel offenbar beherrschen, hier ein nächster Text, auch hier wieder die Frage, aus welchem Jahr stammt der? 2016. Sie haben vielleicht Insiderwissen. Wer hat das Gefühl, er ist in den letzten 5 Jahren entstanden? Sie sind sehr gut informiert. Da merke ich einen weiteren Unterschied zur Schweiz. In der Schweiz kann ich den Leuten Texte aus der Schweiz zeigen und sie werden nicht erkannt, weil dieser Text habe ich gefunden auf einer Webseite zur Pressekonferenz Ankündigung Bildung 4.0. Und von daher merkt man, die Scherze funktionieren in Österreich nicht, weil Sie kennen den Unterschied zwischen 1986, da merkt man, in Österreich bewegt sich tatsächlich etwas. In der Schweiz kann ich diese Witze bringen und die Leute merken den Unterschied zwischen 2017 und 1986 nicht, weil sich eben nicht so viel bewegt. Gut, letzte Frage, aus welchem Jahr könnte dieser Text stammen? Den werden Sie vermutlich nicht kennen. Gut, ja, war vielleicht nicht eine sehr geschickte Idee von mir, eine Jahreszahl da rein zu verpacken. Jetzt hatten Sie den Lacher, aber jetzt habe ich den Lacher, weil der wurde von einem Computer generiert. Weil in meiner Ankündigung wurde ja schon gesagt, ich beschäftige mich schon sehr lange mit digitaler Bildung und darum beschäftige ich mich auch seit 20 Jahren mit solchen Einleitungen und die funktionieren immer nach dem gleichen Prinzip. Und Sie haben es ja gemerkt, ich bin Informatiker und bastle gerne solche Dinge, also habe ich mir einen Medienleitbildgenerator gebastelt und der generiert jetzt auf Knopfdruck entsprechende Konzepte, die mindestens in der Schweiz nicht als computergeneriert erkannt werden. Also von daher, ich kann immer wieder solche Konzepte zeigen, da kann man auch noch das Logo automatisch einfüllen, da können Sie auf den Knopf drücken, also falls Sie Bedarf hätten für neue Konzepte, auch das ist computergeneriert. Für die Schulen, die irgendwann wieder Geld beantragen müssen für interessante Projekte in einem dieser 1000 Netzwerke in Österreich, ich kann Ihnen gerne die Adresse angeben. Sie können unter dieser Adresse auf Knopfdruck solche Konzepte generieren. Wenn Ihnen das Konzept nicht gefällt, drücken Sie auf Reload und Sie bekommen ein neues Konzept. Wenn Sie das Gefühl haben, die Geldgeber merken nicht, dass es computergeneriert ist, dann pappen Sie Ihr eigenes Logo rein und schicken das Ganze ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Papier oder digitale Medien sind geduldig, man kann da sehr vieles reinschreiben, wichtig ist die Umsetzung, wichtig sind Leute, die tatsächlich etwas machen und sich treffen. Dieser kleine Scherz hat aber auch eine ernsthafte Note. Ich wollte damit zeigen, dass Computer heute Texte generieren können, die von Menschen nicht als computergeneriert erkannt werden. Es gibt in den USA mehrere Firmen, die erfolgreich Zeitungsartikel verkaufen zum Thema Sportberichte oder Börsenberichte und Zeitungen zahlen Geld dafür, dass diese Artikel dann auch tatsächlich gedruckt werden. Und es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die besagen, dass Menschen nicht merken, dass diese Texte computergeneriert sind. Und da bewegt sich ja doch etwas. Das ist nicht mehr sozusagen das Auto, das automatisiert zusammengebaut wird und der Lackierer muss nicht mehr von Hand das Auto lackieren, sondern da werden plötzlich Fähigkeiten, von denen wir vor kurzem noch das Gefühl hatten, sie seien sehr menschlich und typisch menschlich, werden plötzlich teilweise automatisiert. Und von daher ändert sich etwas. Ich verschone Sie von entsprechenden Statistiken, die ist diese oder letzte Woche erschienen. Und wenn wir uns diese Zahlen so anschauen, wer sagt uns, dass die nicht computergeneriert ist? Weil jedes Jahr sieht es etwas ähnlich aus, einfach plus ein paar Prozente. Ich muss Sie nicht überzeugen, dass wir in einer Zeit leben, die immer digitaler wird und dass die Digitalisierung immer größere Bedeutung erlangt. Von daher möchte ich Sie von all diesen Statistiken verschonen. Stattdessen möchte ich sehr abstrakt anschauen, was bedeutet das eigentlich, diese Digitalisierung? Was heißt das? Wovon sprechen wir? Was ist die Ausgangslage?
Digitalisierung als Auslöser liest man in jedem Strategiepapier. Was bedeutet das? Auf einer sehr technischen Ebene bedeutet das, wir können plötzlich alle möglichen Arten von Daten, Bilder, Texte, Töne, Videos, alles Mögliche, können wir mit dem gleichen Alphabet, nämlich mit 0 und 1, Strom, Nichtstrom, ein, aus, speichern. Und damit können wir plötzlich alle möglichen Daten durch ein einziges Gerät ersetzen. Das heißt, wir hatten früher alle möglichen Dinge dabei, heute reicht ein kleines Gerät und das enthält alle die bisherigen Geräte. Früher hatten Sie zahlreiche Drähte, die in Ihr Haus gegangen sind. Heute reicht ein einziges Kabel für Telefon, Internet, Fernsehen und so weiter. Das heißt, Digitalisierung ermöglicht schon nur einmal eine Konvergenz. Und von daher ist der Computer auch nicht ein neues Medium, sondern eigentlich eine Art Metamedium. Es fasst nämlich bisherige Medien zusammen in einem einzigen Medium. Und das ist sowohl ein großes Potenzial als auch teilweise in der Schule eine große Gefahr, weil die Ablenkung eben nicht weit weg ist. Wenn wir uns anschauen, was eigentlich die Grundfunktionen des Computers sind, dann wissen wir alle, der Computer kann massiv Daten erfassen und speichern. Aber da unterscheidet sich der Computer als Medium beispielsweise von Radio, Fernsehen oder Zeitung. Der Computer gibt diese Daten nicht einfach in der Form wieder, in der er sie erhalten hat, sondern, und das, da werden wir, denke ich, noch große Überraschungen erleben, der Computer kann diese Daten automatisiert verarbeiten. Er kann sie filtern, sortieren, anders aufbereiten, neu zusammenstellen. Was wir uns dann wieder stärker bewusst sind, der Computer oder das Internet, die Vernetzung, die führt dazu, dass all diese Daten weltweit zu praktisch null Kosten verteilt werden können. Und damit haben wir die drei Bausteine: Erfassen, Speichern, Verarbeiten, weltweit verteilen. Und jetzt können wir anfangen, mit diesen Bausteinen zu spielen und uns überlegen, was dann passiert. Das heißt, es ist heute sehr einfach möglich, irgendwo Daten zu erfassen, automatisiert mit Sensoren oder durch Menschen, diese Daten zu filtern, zu sortieren, grafisch aufzubereiten und dann das Ganze zu praktisch null Kosten auf der ganzen Welt zu verteilen. Und damit steigt mit der Digitalisierung die Informationsflut noch einmal um Größenordnungen, eine Informationsflut, über die sich bereits die alten Griechen beklagt haben. Aber jetzt noch einmal mehr, massiv mehr Informationen. Und damit ändert sich, wenn wir extrem abstrakt uns das überlegen, ein gewisses Paradigma, wie wir vorgehen, insbesondere auch in der Bildung. Früher musste man sammeln. Vielleicht hätte man vor 50 Jahren hier eine Tagung veranstaltet, wie können wir die Bibliotheken in den einzelnen Schulen so ausstatten, dass die Schülerinnen und Schüler genügend gute Bücher haben. Das ist heute kein Problem mehr. Heute bietet das Internet massiv zu viel Daten. Und es ist nicht mehr die Frage, wie man zu Daten kommt, sei das Wikipedia, YouTube, alle möglichen Arten, sondern es ist die Frage, wie können wir uns dieser Flut erwehren und wie können wir diese Flut auch auf Glaubwürdigkeit überprüfen. Welcher dieser Informationen sollen wir glauben? Also haben wir einen Paradigmenwechsel weg vom Sammeln hin zum Filtern. Und da braucht es Filter. Und man könnte in einer ersten Näherung sagen, naja, die Informatik hat uns dieses Schlamassel eingebrockt, die Informatik soll bitte das Schlamassel auch wieder lösen. Das versucht die Informatik auch. Wer von Ihnen hat die Google-App auf dem Smartphone installiert? Wer von Ihnen kennt Google Now als Funktion? Einige derjenigen, die Google-App installiert haben. Wenn ich jetzt mein Handy hervornehmen würde und die Google-App starten würde, dann würde mir Google automatisch mitteilen, wann der nächste Zug am Hauptbahnhof nach Zürich fährt, bevor ich gefragt habe. Weil Google vermutet, weil mein Handy nachts meistens in Zürich ist, da könnte er wohnen. Und wenn ich heute die App hervornehme, könnte es ja sein, dass ich wieder nach Hause möchte. Also versucht Google schon Fragen zu beantworten, bevor ich sie gestellt habe. Und das ist auch etwas Neues. Und das ist ja nicht das, was wir uns für die Bildung wünschen. Wir möchten ja, dass Schülerinnen und Schüler Fragen stellen und nicht, dass eine Maschine die Frage schon beantwortet, bevor überhaupt die Frage gestellt worden ist. Und von daher ganz klar, die Informationsflut erfordert einmal mehr Filterkompetenz oder um es weniger speziell zu sagen, Medienkompetenz. Die wird noch einmal wichtiger mit der Digitalisierung.
Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, diese Entwicklung, diese Digitalisierung ist so wesentlich, dass sie mit der Einführung beispielsweise des Buchdrucks verglichen werden muss, um zu verstehen, wie groß die Veränderungen sind. Das heißt, wir haben zuerst, man kann die Menschheitsgeschichte einteilen in Epochen verschiedener Medien. Die Menschheit und ihre Gesellschaftsform hat sich geändert, als die Sprache eingeführt worden ist. Plötzlich konnte man anders miteinander kommunizieren. Die Erfindung der Schrift hat dazu geführt, dass man diese Kommunikation auch losgelöst von Zeit und Raum übertragen konnte. Und der Buchdruck hat dazu geführt, dass man das plötzlich massenhaft machen konnte. Und jedes Mal bei jeder Einführung war die Gesellschaft zuerst überfordert. Beim Buchdruck war die Kirche nicht ganz glücklich, dass man nicht nur die Bibel drucken konnte. Und auch jetzt mit der Einführung von Computer und Internet, sei das WikiLeaks, sei das Edward Snowden, alles Mögliche, wieder einmal mehr wird mehr Information verbreitet, als gewissen Leuten lieb ist. Und die Gesellschaft muss lernen, mit dieser neuen Kommunikationsform und dieser Überflut an Information und Kommunikationsmöglichkeit umgehen zu können. Und von daher, wir können so die Informationsgesellschaft verstehen, wenn wir sie von der Größenordnung her mit der Einführung beispielsweise des Buchdrucks vergleichen. Das zeigt, dass das nichts Neues ist. Ich habe hier ein Buch von 1982 von Klaus Häfner, einem Informatikprofessor, der 1982 schon überlegt hat, was sind die Konsequenzen der Digitalisierung. Damals hat er es als Begriff nicht so genannt, aber vom Inhalt her war es das Thema seines Buches. Und er hat gesagt, ökonomisch betrachtet, wenn wir immer mehr automatisieren können, dann ist ganz klar, wenn es günstiger ist, eine Maschine hinzustellen, dann wird eine Maschine hingestellt werden, ein Roboter, ein Ticketautomat, was auch immer, und nicht ein Mensch. Und von daher müssen wir uns überlegen, wie gehen wir damit um, wenn immer mehr automatisiert wird. Das ist nicht die erstaunliche Aussage des Buches. Was mich erstaunt hat, ist seine Antwort als Informatikprofessor. Er hat gesagt, die Konsequenz daraus ist nicht etwa, wir müssen primär zuerst lernen, mit diesen Computern umzugehen, sondern in der Bildung müssen wir uns auf das nicht automatisierbare konzentrieren. Wir müssen nicht versuchen, den Kindern beizubringen, schneller zu rechnen als der Taschenrechner, das wird sowieso nicht funktionieren, sondern wir müssen typisch menschliche Eigenschaften fördern. Kreativität, Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und ähnliche Dinge. Und ein Informatikprofessor hat 1982 gesagt, vielleicht sollten wir in der Schule mehr Theater spielen. Also müsste man vielleicht das MINT noch um ein T ergänzen. Und das finde ich spannend, wenn wir nachher sehr stark über digitale Dinge reden, dass wir trotzdem im Hinterkopf behalten, es geht nicht nur darum, mit diesen technischen Dingen umgehen zu können, sondern es sind Veränderungen, die über das Technische hinausgehen. Und die Schwierigkeit in diesem Bereich, rückwärtsgewandt, können wir immer sehen, was passiert ist und können das erklären. Und wir können verstehen, warum es heute möglich ist, so automatische Generatoren zu machen. Aber das Schwierige an dieser Entwicklung, weil sie eben so exponentiell ist, noch vor 10 Jahren gab es wissenschaftliche Berichte, die gesagt haben, selbstfahrende Autos sind unmöglich, weil der Straßenverkehr ist so komplex und nicht vorhersehbar, das wird ein Computer in den nächsten 30 Jahren nicht können. Und jetzt fahren die ersten selbstfahrenden Autos herum. Und von daher ist es selbst für Expertinnen und Experten auf dem technischen Gebiet schwierig, abschätzen zu können, wohin geht die Entwicklung. Sie kennen vermutlich die Geschichte mit dem Reiskorn, auf dem ersten Feld ein Reiskorn, zwei Reiskörner und so weiter, und dass die Menschen schlechterin sind, solch exponentielle Entwicklungen abschätzen zu können. Die beiden MIT-Ökonomen Brynjolfsson und McAfee haben in ihrem Buch The Second Machine Age gesagt, wir befinden uns jetzt auf der zweiten Hälfte des Schachbrettes. Jetzt nimmt das Ganze an Geschwindigkeit zu. Und es ist wirklich schwierig zu sagen, wo bleibt das typisch Menschliche, wo wird es der Computer nicht können und was sind Dinge, die mit mehr Rechenleistung ebenfalls durch den Computer übernommen werden können. So, das war jetzt im Eiltempo so ein Ritt durch das Thema Digitalisierung und Sie können jetzt auf der Future Shock Level selbst entscheiden, wie stark dass Sie schockiert sein wollen, Sie das Gefühl haben, da muss man unheimlich viel ändern, lohnt es sich überhaupt noch Schule zu geben oder naja, so schrecklich wird das alles nicht kommen. Ich habe mir, und da kommt wieder der kleinkarierte Schweizer in mir hervor,
in diesen 20 Jahren, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, irgendwann überlegt, ich muss all diese möglichen Reaktionsweisen kartografieren, damit ich besser damit zurechtkomme. Und habe mir darum sozusagen eine Leitmedienwechselreaktionsskala erarbeitet. Und die hat sich für mich in der Bildungspolitik sehr gut geholfen, um abschätzen zu können, wo stehen die Leute. Und wenn ich so in der Schweiz schaue, dann gibt es die Leute, die sagen, naja, also ist nicht wirklich wichtig. Es gab schon andere Moden, das wird wieder vorbeikommen. Auch das Fernsehen wurde mal eingeführt, jetzt ist halt der Computer eingeführt, da müssen wir nichts machen. Und es gibt in der Schweiz tatsächlich eine Partei, die hat einen neuen Lehrplan vorgeschlagen für das 21. Jahrhundert. Da kommt das Wort Internet nicht vor und weil wir heute schon mal gezählt haben, das Wort Computer kommt ein einziges Mal vor im Zusammenhang mit Tastaturschreiben. Also es gibt auch heute Leute, die sagen, naja, nicht wahnsinnig wesentlich. Die nächste Reaktion, die besagt, wir müssen das einfach in alle Fächer integrieren. Weil ist ja klar, das spielt, hat der Referent soeben gesagt, in allen Lebensbereichen eine Rolle, also integrieren wir es auch in alle Fächer. Dann gibt es aber Leute, die sagen, naja, das reicht nicht, weil wenn wir es in alle Fächer integrieren, dann fehlt die Verbindlichkeit, dann fehlen die Noten, unsere Schule funktioniert halt so, wir müssen unbedingt ein Schulfach haben. Weil wenn wir ein Schulfach, Digitalisierung haben oder wie auch immer das heißt, dann ist genügend Verbindlichkeit da. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, naja, das mit der Verbindlichkeit ist ja gut und recht, aber das führt dann in einem Lehrerkollegium dazu, dass die Verantwortung abdelegiert wird. Ich muss mich ja nicht mit digitalen Medien beschäftigen, das macht ja der Digitallehrer. Und darum selbstverständlich, wenn digitale Medien so wahnsinnig wichtig sein sollen, dann braucht es eben beides. Es braucht schließlich ein Fach und es braucht Integration. Als Beispiel, es kommt auch niemand auf die Idee, das Fach Deutsch abzuschaffen, mit der Begründung, in anderen Fächern werde ja Deutsch gesprochen und die Kommaregel, die könne man dann thematisieren, wenn sie im Physikunterricht auftaucht als Problem. Sondern man will ein eigenes Schulfach Deutsch. Und genauso braucht es sozusagen in dieser Übergangsfrist ein Schulfach Digitales, aber das hindert uns nicht daran, das Digitale auch in anderen Fächern einzusetzen. Das ist alles noch sehr traditionell. Dann gibt es diejenigen Leute, die sagen, ja, aber sorry, es ist doch völlig absurd, diesem Fächerkanon ein weiteres Fach hinzufügen. Mein Fächerkombimat muss immer länger werden. Die heutige Zeit verlangt doch vernetztes Denken und überfachliche Dinge. Wir müssen doch aufhören, in Fächern zu reden. Wir müssen aufhören, 45 Minuten Lektion zu haben. Wir müssen aufhören, Jahrgangsklassen zu haben. Wir müssen all diese Strukturen aufbrechen, weil es ist das Prinzip der Buchdruckgesellschaft, dass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit das Gleiche lernen müssen im gleichen Fach. Das Ziel der Informationsgesellschaft muss doch sein, dass Schülerinnen und Schüler altersangemessen in unterschiedlichen Strukturen, fächerübergreifend, themenorientiert arbeiten. Die nächste Position ist noch extremer, die sagt, naja, die Schule wird das eh nicht schaffen. Und das sind dann die Leute, die sagen, warum brauche ich überhaupt noch Schule? Ab einem gewissen Alter genügt mir doch YouTube und Wikipedia und ähnliche Dinge. Die informellen Netzwerke sind wichtig. Wenn ich mir etwas aneignen will, dann gehe ich ins Internet, dann brauche ich diese Schulstruktur nicht. Liebe Schule, ihr habt Pech gehabt, eure Zeit ist vorbei. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, was da noch kommt als sechste Position. Das wäre dann, sagt, naja, irgendwann, man datiert das etwa auf das Jahr 2035 bis 2040, ist der Punkt erreicht, wo Computer so die Rechenleistung haben eines menschlichen Gehirns. Und es gibt Leute wie Ray Kurzweil, die sprechen von einer Singularität. Das heißt, dann, wenn der Computer gleich viel schnell rechnen kann wie ein Gehirn, müssen wir uns fragen, warum braucht uns der Computer überhaupt noch? Warum braucht es überhaupt noch Bildung? Und ich habe diese Position aufgezeigt, um zu zeigen, wie groß das Spektrum ist in diesen Diskussionen. Und wie schwierig es ist, wenn Sie mit jemandem diskutieren, der Anhänger der Position 6 ist, der auf jemanden trifft in der Position 0, oder wenn Sie versuchen sollten, von Hand und nicht computergeneriert ein Strategiepapier zu entwickeln und Sie haben Vertreterinnen und Vertreter aller Positionen am Tisch. Dann lassen Sie vielleicht lieber den Computer ein Konzept erarbeiten. Gut.
Auch da, die Position, die ich natürlich vergessen habe, ist die eher rückwärtsgewandte Position, die besagt, gerade weil die ganze Welt so digitalisiert ist, muss die Schule ein Schonraum sein und wir müssen mit den Kindern nur in den Wald und digitale Medien haben da gar nichts zu suchen. Und jetzt sehen Sie so das ganze Spektrum an Möglichkeiten. Auch da können Sie sich wieder überlegen, wo Sie sich verorten wollen. Ich würde mich verorten, so in der Mitte zwischen Tradition, ein klein bisschen revolutionieren könnte man schon, aber in der Schweiz revolutioniert man nicht so rasch, also bitte nicht zu schnell, so irgendwo in der Mitte zwischen Position 3 und 4. Und ich möchte im zweiten Teil des Referats zeigen, mit, über und trotz digitalen Medien, wie sieht es aus, wenn wir uns in der Position 3 oder 4 bewegen. Und ich möchte zuerst anfangen mit dem Thema mit Medien, möchte da aber nicht wahnsinnig viel sagen, weil ich vermute, das kennen Sie alle bestens. Ich könnte Ihnen jetzt stundenlang etwas über die didaktischen Potenziale von Medien erzählen. Was gibt es da von Multimedia, Interaktivität, sanktionsfreies Feedback, sofortiges Feedback? Sie kennen das alle rauf und runter. Sie kennen auch seit 30, 40 Jahren die wissenschaftlichen Studien, die beweisen, es bringt was, es bringt nichts, man weiß es nicht so genau. Sie merken, ich bin kein Erziehungswissenschaftler. Das erstaunt ja nicht, weil wir sollten nach 40 Jahren zur Erkenntnis gekommen sein, es ist nicht das Medium an und für sich, das den Mehrwert bietet. Es sind Sie als Lehrerinnen und Lehrer, die den Mehrwert bieten. Es würde niemand auf die Idee kommen, viel Geld auszugeben, um zu untersuchen, ob die Wandtafel lernförderlich ist. Es würde niemand eine Wandtafelveranstaltung machen zur Förderung der Wandtafel. Bei digitalen Medien sind wir im Moment in einem Zeitraum, wo wir solche Veranstaltungen machen. Hoffentlich nicht über digitale Wandtafeln, aber über das Digitale an und für sich. Und von daher möchte ich eigentlich die Zielstufe verlassen und sagen, es geht nicht so darum, was machen wir, sondern ich möchte eigentlich eher schauen, was müssen Lehrpersonen können und noch eine Stufe, also in der Aus- und Weiterbildung, was müssen Lehrpersonen wissen, damit sie digitale Medien sinnvoll einsetzen können. Und das geht dann auch eine Stufe weiter an die pädagogischen Hochschulen. Was müssen dort Dozierende von pädagogischen Hochschulen wissen, damit sie mit digitalen Medien umgehen können? Um nicht viel Zeit zu verlieren, wer von Ihnen kennt TPEG schon? Ist das alles schon bekannt? Nicht wahnsinnig? Gut, bin ich fast beruhigt. TPEG ist ein Modell, um zu überlegen, was müssen eigentlich Lehrpersonen wissen aufgrund der Digitalisierung. Und es beruht auf einem Konzept von Schulman von 1986, der gesagt hat, wenn wir uns anschauen, was müssen eigentlich Lehrpersonen wissen, dann müssen die etwas wissen, das Blaue über ihr Fach, das inhaltliche Wissen. Und das Gelbe, sie müssen etwas wissen über Lehren und Lernen, das pädagogische Wissen oder die allgemeine Didaktik. Und dann haben wir eine Schnittmenge, wenn das Fach mit der allgemeinen Didaktik zusammenkommt, dann sind wir bei der Fachdidaktik. So weit, so bekannt, das sind so die Dinge, die eine Lehrperson wissen muss. Jetzt kommt die Technik hinzu. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Lehrperson zuerst für sich selbst überhaupt mit dieser Technik umgehen können muss. Also selbst wissen muss für sich alleine, wie handle ich das, wie funktioniert das, was bedeutet das? Spannend sind aber die Schnittmengen. Und wenn wir uns diese Schnittmengen anschauen, dann stellt sich die Frage, wie verändert diese Technologie das Unterrichten allgemein? Und dann sind wir bei der Mediendidaktik oder beim E-Learning oder ähnlichen Dingen. Wie kann ich digitale Medien insgesamt gewinnbringend einsetzen im Unterricht? Das ist einigermaßen offensichtlich, dass es diese Schnittmenge gibt. Weniger offensichtlich ist die Frage, die sich eigentlich alle Fächer stellen müssen, wie verändert die Digitalisierung mein Fach? Das Fach Deutsch. Wie ändert sich das Thema Schreiben, wenn ich Computer zur Verfügung habe? Wie ändert sich Journalismus? Wie ändert sich Romanschreiben? Wie sieht es aus mit Computerspielen als Erzählform und ähnlichen Dingen? Das heißt, jedes Fach muss sich überlegen, wie verändert sich eigentlich meine Profession, noch unabhängig von Schule, aufgrund der Digitalisierung. Und dann, in der Mitte, sozusagen der heilige Gral, ist dann erreicht, wenn eine Lehrperson weiß, wie sie mit Hilfe von Technologie ihr eigenes Fach besser unterrichten kann und worauf es ankommt. Und diese Darstellung zeigt auch, ich als Mediendidaktiker kann nicht alleine das entscheiden.
Ich bin weder Englischdidaktiker noch Sportdidaktiker noch Physikdidaktiker. Ich habe keine Ahnung über die spezifischen Aspekte der einzelnen Fächer. Und da braucht es Zusammenarbeit, ganz im Motto der heutigen Tagung, voneinander, miteinander. Das haben wir beispielsweise auch nötig an den pädagogischen Hochschulen. Die Leute, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen, dürfen nicht in ihren Kämmerlein oder Kellern bleiben, sondern die müssen mit den einzelnen Fachdidaktiken den Austausch suchen. Was bedeutet das jetzt für eine Fachdidaktik Italienisch? Was bedeutet das für eine Fachdidaktik Sport? Und da haben wir sozusagen, wo muss gearbeitet werden. Gut, das wäre es schon gewesen zum Thema mit. Ich komme zum Thema über digitale Medien. Da werde ich etwas länger verweilen. Und da stellt sich die Frage, ja, welche Ausbildung brauchen wir denn eigentlich für die Informationsgesellschaft? Was ist da nötig? Und wenn wir wieder zurückdenken an die Aussage von Klaus Häfner, es geht auch ums Theaterspielen und ähnliche Dinge, dann merken wir eben, es geht nicht nur um die Frage digitale Medien, sondern es geht darum, was ändert sich allgemein? Wie ändert sich der Bildungsauftrag von Schulen verschiedener Schulstufen aufgrund der Digitalisierung, aufgrund des Leitmedienwechsels? Und da könnten Sie wieder 1000 Strategiepapiere lesen mit 21st Century Skills und lustigen Buchstabenkombinationen und ähnlichen Dingen. Da gibt es schon genügend, da möchte ich Sie ebenfalls davon verschonen. Ich möchte Ihnen ein Buch nahelegen, das 2015 erschienen ist, unter anderem geschrieben von meinem ehemaligen Fachdidaktiker. Die beiden Autoren, Hartmann und Hunderpfund, haben sich zusammengesetzt und überlegt, was bedeutet es auf der Sekundarstufe 2 in der digitalisierten Welt zu unterrichten? Was wird da eigentlich wichtig? Und haben sich zusammengesetzt und verschiedene Themen identifiziert und haben die in 10 Kapitel gegossen. Und das Buch ist besonders lesenswert oder leicht lesbar, weil es keine einzige Literaturquelle enthält, weil die beiden Autoren sagen, wir unterrichten jetzt seit 30 Jahren, wir sind an pädagogischen Hochschulen unterwegs, das ist jetzt einfach mal unsere Lebenserfahrung. Und die haben diese 10 Kapitel zusammengestellt und ich erwähne das Buch deshalb, weil es eine Rezension zum Buch gibt, die besagt, jedes Kapitel lässt sich in einer halben Stunde lesen. Und eigentlich müsste sich jetzt ein Schulkollegium hinsetzen und in einem Jahr gemeinsam kapitelweise dieses Buch lesen und dann überlegen, was bedeutet das für unsere Schule. Das Buch ist immer gleich aufgebaut, in jedem Kapitel, was sind die Phänomene in diesem Bereich in der Informationsgesellschaft, was bedeutet das für die Schule und dann konkrete Beispiele für Berufsschule und Gymnasium aller Sekundarstufe 2. Also da haben Sie sozusagen einen Überblick, was sind so die Dinge, die wichtiger werden in der digitalisierten Gesellschaft. Darum möchte ich mich jetzt, auch weil es hier um MINT geht, auf den Aspekt digitale Kompetenzen beschränken. Und auch da stellt sich die Frage, ja, wie beschreiben wir das eigentlich? Und da gibt es eine Beschreibung, die letztes Jahr gefunden worden ist, die mir außerordentlich gefällt, das sogenannte Dachstuhldreieck. Das beschreibt, was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich wissen zu digitalen Phänomenen? Und es besagt, Schülerinnen und Schüler müssen digitale Phänomene aus 3 unterschiedlichen Perspektiven betrachten können. Sie müssen sich fragen können, wie funktioniert das eigentlich? Wie kann es sein, dass Google in 0,2 Sekunden 2 Millionen Suchresultate liefert? Wie entscheidet Facebook eigentlich, welche Meldungen mir angezeigt werden? Warum kann mein Navigationsgerät im Auto so schnell den richtigen Weg finden? Also ein technisches Grundverständnis. Dann müssen sich Schülerinnen und Schüler fragen können, was hat das für Auswirkungen? Wie wirkt das? Was hat das zur Folge, wenn sich die Menschheit zunehmend nicht mehr über Massenmedien wie Zeitungen und Fernsehen informiert, sondern über Google, Facebook und Twitter? Wie sieht das aus mit der Gatekeeper-Funktion, wenn das amerikanische Unternehmen sind, die plötzlich mitbestimmen zu einem großen Teil, welche Nachrichten wir uns überhaupt zu Gemüte führen? Aber diese Wirkung geht nicht nur in die eine Richtung, diese Wirkung geht auch in die andere Richtung. Digitale Medien sind für Einzelne und für Gruppen auch eine gute Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen in einem politischen Diskurs. Wenn ich einen Vortrag halte, wenn ich etwas bewegen will, wie kann ich als junger Mensch digitale Medien nutzen, um andere Leute zu erreichen? Und von daher geht es in beide Richtungen, sowohl wie wirkt das Ganze auf mich, aber auch, wie kann ich auf die Gesellschaft wirken?
Und die dritte, der dritte Aspekt, wie nutze ich das Ganze? Quasi rein praktisch, wie gehe ich einigermaßen effizient mit diesen Dingen um? Warum gefällt mir dieses Dreieck so? Es enthält keine Fachbezeichnungen. Und ich habe erlebt beim Entwickeln des neuen Lehrplans in der Schweiz, dass sehr viel gestritten wurde, solange man über Fächer diskutiert hat. Sobald da irgendwo Informatik oder Medienbildung stand, gab es sofort Grabenkämpfe. Und auch bei der Entwicklung dieses Dreiecks auf Schloss Dagstuhl, als wir zu Beginn noch mit Fächerbezeichnungen gearbeitet haben, gab es immer Vertreterinnen und Vertreter der einen oder anderen Seite, die gesagt haben, das ist aber unser Thema. Sobald man die Fachbezeichnungen weggelassen hat, war Einigkeit und alle Anwesenden haben gesagt, ja, das ist das Wesentliche. Und von daher ist das für mich eine Art Übergang vom Fächerdenken auf ein eher thematisches Denken. Das sind die wichtigen Fragen, die wir uns stellen müssen. Und im Schweizer Lehrplan 21 wurde das jetzt auch so umgesetzt, dass es nicht ein Fach Informatik gibt, sondern es gibt ein Fach Medien und Informatik, das diese drei Aspekte enthält. Aber es ist noch sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass das jetzt tatsächlich auch so gelebt wird. Weil Leute sich bisher gewohnt sind, ich bin entweder Informatiker oder ich bin Medienwissenschaftler. Und jetzt plötzlich das Ganze zusammenzudenken, das erfordert noch viel Überzeugungsarbeit. Das also die grundlegende Frage, was müssen Schülerinnen und Schüler eigentlich können? Ich möchte jetzt noch enger werden als Vertreter der Informatik und möchte sozusagen das I etwas herausgreifen und etwas über Informatik erzählen, weil das das Thema ist, das am bisher neuesten ist und darum vielleicht am unbekanntesten ist. Und es gibt viele Begründungen, warum Informatik wichtig ist. Ich möchte eine herausgreifen, die ich gerade in einem MINT-Zusammenhang sehr spannend finde. Und zwar das sogenannte Konstruktionismus-Argument. Sie sehen hier den jungen Seymour Papert, den Erfinder, der als Postdoc zu Jean Piaget nach Genf ging und dort bei Piaget gelernt hat und geforscht hat, wie lernen Kinder. Und nachdem er das gelernt hat und dort bei Piaget mit den Ideen des Konstruktivismus vertraut geworden ist, ist er wieder zurück in die USA gegangen, wurde am MIT Mathematikprofessor und hat sich überlegt, wie kann ich jetzt die Erkenntnisse, die ich in Genf gewonnen habe, übertragen auf den Mathematikunterricht. Und hat sich überlegt, wo lernt man eigentlich am besten Französisch? Selbstverständlich in Genf oder sonst an einem Ort, wo Französisch gesprochen wird. Weil da muss ich Französisch sprechen, um etwas zu essen zu bekommen, um ein Bett zu bekommen, um mich überhaupt bewegen zu können. Also bin ich intrinsisch motiviert, Französisch zu lernen, nicht weil es im Lehrplan steht, sondern weil ich es brauche, um mich im Leben bewegen zu können. Also ist ganz klar, wenn ich Mathematik fördern will, dann muss ich Schülerinnen und Schüler ins Mathematikland schicken, weil dort sind sie intrinsisch motiviert, Mathematik zu sprechen, um ihre Ziele zu erreichen. Jetzt habe ich ein Problem. Es gibt leider auf der Weltkarte kein Mathematikland. Also ist es seine Aufgabe, hat er gesagt, Schülerinnen und Schülern ein Mathematikland zur Verfügung zu stellen. Und er hat, und das erstaunt mich technisch noch heute, dass das damals bereits möglich war, in den 70er Jahren funkgesteuerte Roboter entwickelt, mit denen Schülerinnen und Schüler programmiert etwas zeichnen konnten. Sie sehen die Abbildung auf dem Blatt Papier. Und jetzt waren plötzlich Schülerinnen und Schüler motiviert, etwas über Winkel und Dreiecke und ähnliche geometrische Figuren zu lernen, nicht weil es im Schulbuch auf Seite 57 steht, sondern weil sie etwas zeichnen wollten. Und das finde ich spannend, diese Überlegung einerseits als Motivation für Informatik. Informatik ist ein Themengebiet, wo man etwas konstruieren kann. Und das Konstruktionismus-Argument besagt, ich habe etwas dann begriffen, wenn ich es selbst konstruiert habe. Und das kann vielleicht ein Vehikel sein, um Phänomene aus der Mathematik, der Physik, der Geometrie anders darzustellen. Und da mischt sich jetzt plötzlich Informatik als Thema mit digitalen Medien als Werkzeug wieder. Weil wenn ich Informatik in der Schule gehabt habe, dann kann ich vielleicht das nutzen, um auch anders an andere Fächer heranzugehen.
Und Sie werden heute in einem Workshop beispielsweise die Bebots sehen. Und da haben Sie das, was in den 70er Jahren ein Forschungsprojekt war, ist heute für 100 Euro käuflich. Es gibt auch ein Modell des Bebots, wo man einen Stift reintun kann und dann können Schülerinnen und Schüler auf Papier am Boden etwas zeichnen lassen. Und das ist die Umsetzung dieser Idee aus den 70er Jahren. Und von daher zum Schluss möchte ich noch ein paar Hinweise geben oder Ideen geben, wie könnte man Schülerinnen und Schüler für Informatik begeistern. Weil ich habe das Gefühl, im Moment haben wir eine einmalige Chance. Informatik ist ein neues Thema. Wenn es uns gelingt, dass wir das packend rüberbringen können, dann wird es bleiben. Wenn wir das nicht schaffen, ist es in 5 Jahren wieder aus den Lehrplänen raus, wie beispielsweise in der Schweiz die Mengenlehre irgendwann mal im Lehrplan drin war in der Primarschule und dann wieder rausgeflogen ist, weil niemand begriffen hat, was das soll. Und von daher müssen wir jetzt aufpassen, dass wir diese Chance packen und Informatik nicht als tröge und langweilig verkaufen. Und ich denke, das ist insbesondere nicht nur wichtig, wie es hier im Titel steht, für Schülerinnen und Schüler, sondern ich merke das sehr deutlich als Dozent an einer pädagogischen Hochschule, die zukünftige Lehrpersonen für die Primarstufe ausbildet. Wir haben einen Frauenanteil von 85% und es geht darum, ich muss diese zukünftigen Lehrerinnen überzeugen, dass sie sich mit Informatik beschäftigen könnten und dass das vielleicht sogar Spaß machen könnte. Und wenn mir das nicht gelingt, dann wird Informatik nicht in die Schule kommen. Da sehen Sie sozusagen die Herausforderung, die wir im Moment in der Schweiz haben. Wir müssen angehenden und praktizierenden Lehrerinnen und Lehrern nicht nur beibringen, wie funktioniert die Didaktik dieses Faches, sondern auch, was ist überhaupt Informatik? Ich hatte letztes Semester die ersten 85 Studentinnen und Studenten bei mir im Kurs, Erstsemestrige, die mussten lernen, wie man Informatik unterrichtet. Sie hatten aber in ihrer eigenen Schulzeit noch nie etwas von Informatik gehört. Also mussten wir gleichzeitig das notwendige Fachwissen vermitteln und zusätzlich noch die Fachdidaktik. Gut, also die Frage, wie vermittelt man Informatik? Sie werden heute Beispiele sehen in den Workshops. Hier ein paar Beispiele, was ich empfehle. Grundsätzlich lebensweltnah im Bereich der Informatik, unter anderem auch Unplugged und Physical. Informatik ist eine Wissenschaft, die eigentlich das Abstrakte pflegt. Das ist die Wissenschaft der Informatik, Abstraktion, Automatisierung. Das ist aber besonders bei kleineren Schülerinnen und Schülern, bei jüngeren Schülerinnen und Schülern schwierig. Da muss es handfest sein, inaktiv sein, da muss man etwas machen können. Und da hilft uns die Technik jetzt wieder mit Robotern und ähnlichen Dingen. In den letzten Jahren sind einige Dinge erschienen, wo man das Ganze wieder sehr handhabbar machen kann, dass ich selbst etwas ausprobieren kann. Und dann, ganz im Sinne des heutigen Tages, interdisziplinär. Wer von Ihnen kennt das Makey-Makey-Board bereits? Leider hatte es keine Bananen rumliegen oder ähnliche Dinge, darum habe ich kein Beispiel. Ich kann das je nachdem vielleicht in der Pause nachher zeigen. Das Makey-Makey, das ist übrigens für das Fach PIT, Physik, Informatik, Technisches Gestalten. Das ist ein Board, das können Sie an einen Computer anschließen, egal ob PC oder Mac. Und der Computer hat das Gefühl, er hat eine Tastatur und eine Maus angeschlossen. Und wenn dann da aber Strom fließt zwischen der Masse und einem dieser Kontakte, dann wird dem Computer gemeldet, jetzt ist eine Taste gedrückt worden. Also kann ich problemlos ein Erdbeerenklavier herstellen oder ein Bananenklavier oder ich kann sonst Musik machen oder ich kann Super Mario steuern mit Erdbeeren und ähnlichen Dingen. Und plötzlich ist es unfassbar und handhabbar und es ist nicht mehr nur sozusagen das hinter dem Bildschirm, das tröge, langweilige Programmieren, sondern ich bin plötzlich bei der Frage von Leitfähigkeit. Und da habe ich Hardcore-Informatiker, die mich dann fragen, ja, aber das gehört gar nicht in dein Fach. Leitfähigkeit ist kein Thema der Informatik. Nein, aber es ist für ein umfassendes Verständnis notwendig und ich kann dann eben damit motivieren. Wenn ich unseren Studierenden einen Roboter zeige, dann interessiert die das nicht. Wenn ich aber zu Beginn der Stunde ein paar Bananen, ich merke, ich hätte Bananen mitbringen sollen, um es zu zeigen. Ich muss dringend in der Pause Bananen organisieren. Dann habe ich nachher motivierte Studierende, die auch sehen und motiviert sind, warum soll ich programmieren können, damit eben dieses Board genau das macht, was ich gerne hätte.
Von daher, weil ich schon keine Bananen mitgebracht habe, was ich Ihnen anbieten kann, es gibt massiv viel Unterrichtsmaterial zum Makey-Makey-Board. Auch von uns gibt es eine entsprechende Broschüre, die finden Sie auf dem Internet, Makey-Makey-Projektideen. Da können Sie Dinge nachbauen, wie den heißen Draht oder ein Computerspiel zu viert spielen und ähnliche Dinge. Das sind alles Ideen, um Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich mit Physik und mit Informatik zu beschäftigen. Eine andere Idee, nehmen wir ein neues Fach, das heißt jetzt mit Mathematik, Informatik und Textiles gestalten. Auch wieder eine Idee, wo man Informatik aus dem Computer herausbringen kann, die Möglichkeit, eine Stickmaschine zu programmieren mit einer Computersprache. Im Schweizer Lehrplan auf der Primarschulstufe ist das Thema Ornamente und Muster in der Primarschule 5. und 6. Klasse drin. Das kann man jetzt wunderbar mit Informatik verbinden. Und dank dem Projekt Turtle Stitch kann man das auch mit textilem Gestalten verbringen. Wenn Sie das Projekt interessiert, es wurde in Österreich entwickelt und wenn ich mich nicht täusche, ist die Erfinderin des Projekts hier im Saal anwesend. Mindestens hat sie mir gestern geschrieben, ist sie da? Kurz aufstehen, Leute, die eine Frage haben zu Turtle Stitch, dort hinten steht die Entwicklerin von Turtle Stitch für interessante Projekte mit textilem Gestalten. Ich habe gestern gelernt, man kann Turtle Stitch auch noch weiterentwickeln. Klimakurven auf T-Shirts sticken, hat mich fasziniert. Dann habe ich das Thema Geografie drin, Klimaentwicklung. Und ich habe plötzlich das Thema Medien drin. Wenn wir im Moment in den USA erleben, wie plötzlich Chef der Umweltbehörde jemand wird, der nicht an den Klimawandel glaubt, dann muss man vielleicht die Temperaturkurve der Erderwärmung auf T-Shirts sticken, um Wirkung zu erzielen. Und das löst spannende Diskussionen aus und plötzlich sind wir im Fachbereich politische Bildung. Wie kann ich mit solchen T-Shirts Bewusstsein schaffen und Diskussionen auslösen? Und auch da wieder ein spannendes Projekt. Ich habe sowohl Naturwissenschaft als auch jetzt das Kreative, das auf ein T-Shirt zu nehmen. Hat mir außerordentlich gefallen. Da kommen wir zum Thema, das MINT in den USA STEM heißt. Science, Technology, Engineering und Mathematics. Und da gibt es auch in Amerika den Versuch, lustige neue Akronyme zu erfinden. Und dann wird plötzlich, wenn das Kreative reinkommt, gibt es in den USA oder im englischsprachigen Raum die Entwicklung aus STEM, STEAM zu machen, indem man nämlich Arts noch dazu nimmt. Auch da wieder ein Fächerkanon, bis man irgendwann alle Fächer drin hat. Und das könnte vielleicht auch helfen, um da noch etwas Dampf reinzubringen, etwas Steam reinzubringen und mehr zu bewegen mit interdisziplinären Projekten. Und wenn wir gerade so wieder bei diesen Blafaselgeneratoren sind, das MINT, das hat ja eben das Deutsch drin. Und jetzt ist die Frage, ja, könnte man nicht in der Schule selbst solche Blafaselgeneratoren bauen? Und das ist gar nicht so schwierig. Weil wenn Sie sich überlegen, Sie alle kennen diese Medienkonzepte, die sind ja immer nach dem gleichen Konzept aufgebaut. Sie haben irgendwie so ein Intro, dann kommt ein zweiter Satz, so allgemein über Digitalisierung und dann kommt eine Aussage, auch die Schule muss, bla bla bla. Und dann kommt irgendwie, man muss etwas machen. Und dann geht es irgendwie weiter. Und das können Sie einem Computer beibringen als Muster und können das sozusagen diese Blöcke dann ausdifferenzieren. Also der zweite Satz, der ist so aufgebaut, die heutige Zeit nicht ohne Folgen, dann etwas Statistik oder vielleicht nicht ohne Folgen, die heutige Zeit etwas Statistik oder umgekehrt. Das können Sie wunderbar kombinieren. Wenn Sie das dann immer noch differenzieren, dann können Sie beispielsweise Zukunftsmusik einbauen. Bald werden die meisten, viele, alle und dann irgendeine Altersgruppe und dann irgendeine utopische Tätigkeit, Dinge ausdrucken, fahrlos Autofahren, herumfliegen, alles Mögliche. Sie können sich das langsam vorstellen, dieses Muster. Und wenn Sie so etwas machen, dann beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler mit Sprache. Wie ist ein roter Faden aufgebaut? Was sind Wortarten? Wie funktioniert das? Weil jetzt können Sie das weiter ausdifferenzieren, die heutige Zeit. Sie sehen das langsam, immer die geschweiften Klammern sind etwas, das noch durch etwas anderes ersetzt werden kann. Und wenn wir das jetzt durch den Computer lassen, dann haben wir plötzlich so lustige Sätze wie die da. Und da können Sie Millionen solcher Sätze machen. Überlegen Sie sich mal, wenn Sie mit Schülerinnen und Schülern einen Verbotsgenerator machen für die neue Hausordnung. Was ist alles verboten auf dem Schulhausplatz?
Oder wenn Sie sich überlegen, das war jetzt das Qualitative, wir können das auch quantitativ machen, warum machen Sie noch eigene Untersuchungen? Sie müssen bei diesen, all diesen lustigen Projekten müssen Sie auch immer einen Abschlussbericht schreiben. Da wird sicher irgendwie verlangt, dass Sie eine Umfrage machen. Da kann Ihnen diese Darstellung helfen. Auch da wieder wunderschön zusammengebastelt. Wenn wir diese Muster durch den Computer lassen, dann kommen Sätze wie die da raus. Und das können Sie ein paar Mal machen, ist ja kein Aufwand. Und wenn der Satz einigermaßen vernünftig klingt, dann übernehmen Sie ihn in Ihren Schlussbericht. Und das ist wieder Informatik, Deutsch und auch die Frage von Medien. Wie kann ich eigentlich Blafasel, Bullshit unterscheiden von ernsthaften Dingen in Texten? Wie muss ich das schreiben? Auch da wieder eine Möglichkeit zu einem interdisziplinären Projekt. Die Darstellung, die war jetzt vielleicht eher für obere Schulstufen, gymnasiale Schulstufe, Sekundarstufe 2. Möglichkeit, das auch weiter unten zu machen, haben wir die Möglichkeit, das zu vereinfachen. Ich habe hier aus einem Lehrmittel Deutsch der Primarschule aus der Schweiz die sogenannte Wörtersortiermaschine. Da wird also quasi, da lernen Schülerinnen und Schüler, dass es unterschiedliche Wortarten gibt. Und da merken wir, aha, das ist die konsumierende Maschine. Aber eigentlich könnten wir das doch umdrehen. Wir könnten doch auch Primarschülerinnen und Primarschüler so etwas programmieren lassen. Und das ist in der Tat kein Problem. Sie können mit einem relativ einfachen Programm in Scratch entsprechende Sätze generieren lassen. Und das zeigt, und das ist mir sehr wichtig, Informatik hat mit Deutsch mindestens genauso viel zu tun wie mit Mathematik. Man muss mit der Informatik und mit Programmieren nicht nur immer Primzahlen berechnen und Dreiecke zeichnen lassen, sondern man kann durchaus auch etwas mit Sprache machen und nachher können Sie mit einfachen Wortlisten Scratch entsprechende Sätze sagen lassen. Also das eine weitere Möglichkeit. Für mich ist die Frage, und da weiß ich im Moment nicht, ob uns das gelingt, da haben wir heftige Diskussionen in der Schweiz, warum bringen wir Schülerinnen und Schüler eigentlich Programmieren bei? Ist das nur, damit sie wissen, wie Programmieren funktioniert? Oder schaffen wir es tatsächlich, dass das Programmieren mit Scratch beispielsweise so gut klappt, dass Schülerinnen und Schüler das nachher verwenden können, um andere Projekte in anderen Fächern zu machen? Also könnte Scratch eine Art Word des Computational Thinking werden? Weil ich bringe dann ja den Schülerinnen und Schülern auch keine Textverarbeitung bei, damit sie wissen, wie das funktioniert, das auch. Aber zusätzlich möchte ich, dass sie nachher auch ihre Berichte mit einer entsprechenden Textverarbeitung schreiben können. Und für mich die ungeklärte Frage ist, ob es uns gelingt, Schülerinnen und Schülern in einer einfachen Programmiersprache das Wesentliche beizubringen, dass sie das nachher als Werkzeug verwenden können für den Mathematikunterricht, für den Physikunterricht und ähnliche Dinge, um gewisse Dinge zu simulieren, zu animieren und so weiter. Da weiß ich im Moment noch nicht, ob uns das gelingt oder ob da die Zeit im Unterricht zu gering ist. Es ist aber wichtig zu sagen, Informatikunterricht ist nicht nur Programmieren und Informatikunterricht funktioniert nicht nur am Computer, das wird ja auch in einem Workshop heute gezeigt. Es gibt das wichtige Konzept Computer Science Unplugged, da haben wir beispielsweise mit Studierenden diskutiert, wie speichern eigentlich Computerbilder, wie funktioniert das, was sind Pixel, wie kann ich das beschreiben. Auch da gibt es zahlreiche Unterrichtsbeispiele, wie ich auch ohne Computer Informatik machen kann. Beispielsweise für den sogenannten SID-Unterricht, Sport, Informatik, Deutsch, das wäre eine kurze Abkürzung, man kann auch in der Turnhalle sich gegenseitig programmieren. Da gibt es verschiedene Anleitungen im Internet, wie kann ich entsprechende Befehlsbögen ausgeben, dass sich Schülerinnen und Schüler gegenseitig programmieren. Das gibt es auch schon für jüngere Kinder. Das jüngste Beispiel oder das Beispiel mit dem jüngsten Kind, das ich im Internet gefunden habe, dieser Knabe ist 2,5 Jahre alt, sein Vater ist, glaube ich, Informatikdidaktiker, sorry, der macht sowas mit seinem Kind. Der hat dem Kind beigebracht, wenn du einen Pfeil gegen oben vor mich hinlegst, dann werde ich hüpfen und wenn du einen Pfeil nach unten hinlegst, werde ich eine Kniebeuge machen. Der Sohn hat das wunderbar begriffen, hat den Vater lustvoll durch die ganze Wohnung programmiert. Und irgendwann, als es ums Zahlen kennenlernen geht, hat der Vater dann gesagt, ja, jetzt kannst du hinter den Pfeil eine 5 machen und dann werde ich 5-mal hüpfen und einmal eine Kniebeuge machen. Und irgendwann hat dann das Kind gemerkt, wie man den Vater außer Gefecht setzen kann. Also von daher, auch da kann man sozusagen dieses algorithmische Denken einführen, ohne dass es direkt am Computer stattfinden muss. Gut, zum Schluss noch, trotz digitaler Medien,
Wir haben das Projekt nicht eingeführt, um trotz digitaler Medien zu machen, aber wir haben mit der Projektschule Goldau seit unterdessen mehr als 10 Jahren eine Schule ganz in der Nähe unserer pädagogischen Hochschule, wo Schülerinnen und Schüler mit persönlichen digitalen Geräten arbeiten, ab der 5. Klasse Primarschule. Ich erzähle nicht viel über das Projekt, das können Sie nachlesen, wenn es Sie interessiert. Es gibt keine Projektberichte, es gibt nur einen Weblog mit Beispielen, aber da weiß ich aus Österreich, da haben Sie genügend eigene Beispiele, wo das auch bei Ihnen gemacht wird, da muss ich nicht viel aus der Schweiz erzählen. Nur so viel, wir haben gestartet 2009 mit einem Projekt, das relativ viel Aufsehen erregt hat. Wir haben damals allen Schülerinnen und Schülern einer 5. Klasse ein Smartphone in die Hand gegeben und haben gesagt, jetzt wollen wir Unterricht machen, der genauso alltäglich ist, wo digitale Medien genauso alltäglich sind wie Papier und Bleistift. Das hat funktioniert. Nach anfänglichen Bedenken der Eltern waren alle Beteiligten glücklich. Der Lehrer wollte es wieder machen, die Kinder sowieso. Aber vor allem auch die Eltern haben in einer Abschlussbefragung gesagt, sie würden ihre Kinder wieder in eine solche Klasse schicken. Weil das Gerät kam zu etwa 10-15% der Unterrichtszeit überhaupt zum Einsatz. Wie bei der Wandtafel. Es kommt niemand auf die Idee, die Wandtafel dauernd zu nutzen, nur weil sie da hängt. Warum sollten dann persönliche Geräte immer eingesetzt werden, nur weil sie da sind? Daraufhin haben wir ein Projekt gemacht mit 3 Lehrpersonen, digitaler Alltag, mit Tablets und iPod Touch. Ab 2013 haben wir dann angefangen mit persönlichen Geräten, bring's mit. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die das Gerät nicht hatten, kein Gerät mitbringen konnten oder wollten, die haben eins von der Schule erhalten. Und jetzt unterdessen sind wir so weit, dass alle 13 Schulklassen, 5., 6. Klasse in diesem Dorf mit persönlichen Geräten arbeiten. Und da ist es ja nicht nur die Frage, was lernt man über digitale Medien und was lernt man mit digitalen Medien, sondern da geht es eben auch um die Frage, ist ja auch ein Ablenkungspotenzial? Wie gehen wir damit um? Und da ist ein wesentlicher Punkt, Schülerinnen und Schüler erarbeiten seit Beginn des Projekts in jeder Klasse ihren eigenen Vertrag. Das heißt, nicht die Lehrperson kommt und sagt, das sind die Nutzungsregeln, sondern jede neue Klasse zwischen Sommerferien und Herbstferien erarbeitet den Vertrag, wie wollen wir mit diesen Geräten umgehen. Und das ist keine verlorene Zeit im doppelten Sinn. Einerseits geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler damit sehr viel Medienbildung mitbekommen. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist höflich, was ist nicht höflich? Und andererseits wissen wir aus Erfahrung, dass sich Schülerinnen und Schüler stärker an solche Regeln, die sie selbst sich gegeben haben. Und mit nur leichtem Druck der Lehrerschaft ist es so, dass beispielsweise alle Klassen bis jetzt gesagt haben, wir wollen keine Handys und keine Geräte auf dem Pausenplatz. Das heißt, die Projektschule Goldau ist eine der wenigen Schulen, wo diese Geräte im Klassenzimmer allgegenwärtig sind und genutzt werden, aber auf dem Pausenplatz nicht, weil die Kinder selbst gesagt haben, wir wollen das nicht. Und vielleicht abschließend, natürlich etwas übervereinfachend, die Aussage des ehemaligen Lehrers der iPhone-Klasse und jetzigen Schulleiters, wo ich ihn mal gefragt habe, wie kriegst du das eigentlich hin, dass wenn ich die Schule besuchen komme und es ist Unterricht und du bist nicht im Klassenraum, dass trotzdem alle Kinder am Arbeiten sind und gar nicht merken, dass die Lehrperson nicht da ist, obwohl da Geräte rumliegen, wo man auf YouTube und Facebook und Ähnliches könnte. Und er hat mir gesagt, naja, das ist Classroom Management. Ich muss die Klasse im Griff haben. Und wenn ich die Klasse im Griff habe und wenn ich ihnen beibringen kann, dass sie lernen sollten zu ihrem eigenen Nutzen, dann spielt es keine Rolle, ob da Geräte rumliegen. Und umgekehrt, wenn ich die Klasse nicht im Griff habe, dann spielt es auch keine Rolle, ob Geräte da sind oder nicht. Es wird auch unruhig sein, wenn keine Geräte da sind, Papierflieger und ähnliche Zettelchen sind auch sonst möglich. Ich bin mir bewusst, dass das übervereinfachend ist. Aber wir müssten, und es ist nicht in jeder Klasse und in jeder Altersstufe so einfach, in der Primarschule ist es sicher einfacher als beispielsweise Sekundarstufe 1. Aber was mir da gefällt, ist kein Aufsehen mehr machen um diese Themen, nicht mehr das als etwas Besonderes anschauen. Und das möchte ich auch als Fazit nehmen, meines Einstiegsreferats. Wir veranstalten jetzt im Moment Tagungen, wo wir über das Digitale reden, aber eigentlich müssen wir dahin kommen, dass wir nicht mehr darüber reden. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Mark Weiser, das ist der Erfinder des Begriffes Ubiquitous Computing, also sozusagen der Vorläufer des Buzzwords Internet of Things. Er hat gesagt, die wirklich wesentlichen Dinge, die verschwinden aus der Wahrnehmung, die werden so alltäglich, dass man nicht mehr darüber reden muss. Und von daher herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, auch für mich ist es jetzt Zeit, aufhören zu reden.